Ich glaube, ich bin eben wirklich in mir sehr abgeschlossen. Und ich habe eines nicht, was zum Beispiel meine Töchter von selbst haben, den ganz leichten Kontakt zu Menschen zu finden. Das ist vielleicht eine Glückssache und die kriegt man bei der Geburt. Glauben Sie nicht, dass das eigentlich bei sehr vielen Menschen der Fall ist? Sie werden sehen, dass Sie Leute in Ihrem Beruf eigentlich am besten beurteilen können. Wenn man glaubt, etwas so gut zu kennen, wie man natürlich durch Vermarktung Karajan dachte zu kennen, dann hat man vielleicht ein falsches Bild. Er hat da mitgemacht, leider. Nicht? Dann gab es eben diese vielen, selbst auf Schallplattenjackets erscheinenden Fotos, wo er im Segelboot sitzt. Dass er eitel war, das steht außer Frage. Aber ich kenne überhaupt keinen Dirigenten, auch einen ganz schlechten, der nicht eitel ist. Ich habe ihn immer, immer verehrt. Ich habe mich manchmal auch geärgert, weil er so ein schlechter Menschenkenner war und manchmal sehr ungerecht war. Kleiber hat mir mal gesagt, der Bruno Walter war der einzige Dirigent, den er im Leben kennengelernt hat, der alles mit Liebe erreicht hat. Schöner Satz, dass es vor allem der einzige war. Ich glaube, er wirkte als Musiker nach außen hin in seinem polierten Image unantastbar und auch unrattled, was er gar nicht war. Er schien mir immer ein sehr suchender, fragender, zwar dann sehr bestimmter, aber doch zweifelnder Künstler zu sein. Natürlich überhöht uns Kunst immer. Und man bekommt auch als Geiger ein bisschen was von dem Glanz von Beethoven ab. Ein bisschen. Das spielt dann sicher auch eine Rolle, glaube ich, in der Erfahrung des Charismas. Aber Karajan besaß es ja bereits beim, ich weiß nicht, Salatessen. Das war schon direkt unheimlich. Es ist ja doch der Wichtigste auf dem Podium, der Komponist, dessen Werk wir spielen. Und das muss ich dann wirklich zusammenfassend sagen, den haben wir eigentlich immer erlebt. Wenn wir zusammen waren, Karajan und das Orchester, war der Komponist immer der Anwesende. Der wurde nicht beiseite geschaufelt, um daraus ein, wie man dann so leicht gerne gesagt hat, ein sogenanntes Karajan-Konzert zu gestalten.